Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende, einen richtig geilen Tag. Ich hoffe, es geht euch blendend. Bei mir nicht ganz so blendend, zumindest was die Lichtverhältnisse angeht. Draußen ist ein super Unwetter, es ist super dunkel, es stürmt, es blitzt. Und deswegen ist leider auch der Greenscreen aus, denn der funktioniert nur bei Licht. Und Licht, naja, wir wollen die Umwelt schützen, ist gerade aus. Heute, meine Freunde, spielen wir Legends of Runeterra in Kurzform Lore. Das ist das neue Kartenspiel und ich muss sagen, es macht super viel Spaß, es ist insane cool. Und ich möchte euch das Game gerne natürlich ein bisschen näher bringen, sodass ihr direkt wisst, hey, wie funktioniert das Ganze, Wenn ihr das Spiel auch spielen wollt, müsst ihr einem Runeterra-Streamer zuschauen. Aktuell ist es nämlich noch in der Beta und da kann ein Key droppen. Fangen wir direkt einfach mal an. Ihr habt wie in anderen Kartenspielen verschiedene Decks zur Verfügung. Das heißt auch vor allem verschiedene Regionen. In Hearthstone zum Beispiel gibt es Klassen, Schamane, Hexenmeister und so weiter. Und je nachdem, was ihr wählt, sind die Karten davon abhängig. Genauso hier habt ihr Regionen. Ihr habt Demacia, Feljord, Ionia, Noxus, Piltover und Zorn und die Schatteninsel. Und alle Regionen haben eigene Charaktermerkmale. Das heißt, Feljord ist ziemlich kalt, viele AOE, kalt, zaubern, einfrieren. Schatteninseln hat Geister und so ein Zeugs, hier sind Erfindungen bei Piltover und Zorn drin und Noxus ist sehr brutal. Und ihr könnt ein Deck aus bis zu zwei Regionen bauen. Das heißt, ihr könnt sagen, okay, ich möchte, dass dem Gegner richtig arschkalt wird und dabei Geister sind und er richtig Angst hat. Ne? Und in dieses Deck könnt ihr dann, je nachdem, welche Region ihr gewählt habt, hier steht dann diese Region drauf, Champions reinpacken. Und das unterscheidet dieses Spiel sehr krass von anderen. Ihr habt nämlich diese Champions zur Verfügung, um die das Spiel sehr, sehr viel dreht. Aber nicht nur Champions, ihr habt auch ganz normale Karten. Ne? Flinkfederaufspürer und irgendwelche räudigen Karten. Wir spielen einfach mal und damit kann ich euch das ganz gut erklären. Ich habe hier eigene Decks. Das hier ist das Agro-Deck. Das ist Noxus und Piltover bzw. Zorn. Und das spielen wir einfach mal. Agro bedeutet, wir spielen das natürlich gegen einen anderen Spieler, dass es im Early Game sehr, sehr stark ist. Und je länger das Game geht, umso schwächer wird. Das ist vielleicht für den Anfang ganz gut. Und natürlich ist es am Anfang so ein bisschen der Hype, dass man, ne, sagt, was Geiles, Neues, da hat man richtig Bock. Aber es macht unglaublich viel Spaß und an alle Hater, es ist eine Mischung aus Magic und aus Hearthstone. Man kann das Rad nicht neu erfinden, aber du kannst das Rad geiler machen. Ne? Ich will damit nicht sagen, dass das Spiel geil ist, aber potenziell, es macht unglaublich viel Spaß. So, wir können natürlich jetzt überlegen, was wollen wir haben? Wir wollen eigentlich Draven haben. Wir werfen erstmal, wir entscheiden erstmal, welche Karten wir halten wollen. Wir tun zwei Karten weg, dann haben wir die gute Chance auf den Draven. Ja, gut, wir kriegen einfach zwei Draven. So. Das Coole an diesem Spiel ist, es ist einfach anders. Es spielt sich anders als andere Spiele. Ihr seid im Prinzip immer dran. Klar ist das so ähnlich wie bei Magic so ein bisschen, aber um das zu erklären, er ist jetzt in der Angriffsphase und er hat eine Karte ausgespielt und ich darf auf alles reagieren, was er macht. Man darf immer reagieren. Obwohl er dran ist, darf ich jetzt was machen. Ich habe leider nur diesen Funkapparillo, den möchte ich jetzt noch nicht spielen. Deswegen sage ich, okay, ich mache nichts. Du kannst machen, was du willst. Und er kann jetzt mit dieser Karte angreifen. Ich habe keine Karte zum Blocken. Ich könnte jetzt nochmal darauf reagieren mit dieser Karte. Aber ich sage immer noch, mach ruhig, was du willst, verliere ein Leben. Und damit ist sein Zug vorbei. Und ich bin dran. Das Schwert wechselt, ich bin dran. Und ich bekomme zwei Mana. Und jetzt habt ihr gerade gesehen, vielleicht so ein bisschen, obwohl ich dran bin, hat er Mana wiederbekommen und eine Karte gezogen. Ich bin dran, er zieht eine Karte und kriegt Mana. Das ist super cool. Denn jetzt können wir überlegen, was machen wir? Wir spielen jetzt diesen aus. Dieses Deck geht darum, dass wir Karten abwerfen, so ähnlich wie bei Hexenmeister. Das heißt, um diese Karte auszuspielen, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, hier läuft nicht der Timer, muss ich eine Karte abwerfen. Und diese Karte sagt, beschwöre beim Wirken oder Abwerfen einen Schrottwühler. Das heißt, die will abgeworfen werden. Das ist quasi Win-Win. Und jetzt kann er sagen, okay, er kann darauf reagieren. Er kann jetzt auch eine Karte ausspielen. Obwohl ich dran bin, kann jetzt ein Diener ausspielen. Er kann sagen, okay, du hast den ausgespielt, ich spiele jetzt den aus. Und das macht er auch. Er spielt Elise aus. Elise spielt aus. Das ist der erste Champion. Und sie steigt auf, wenn er zu Rundenbeginn drei Spinnen auf dem Board hat. So, und ich kann jetzt sagen, ich greife an. Ich greife hiermit an. Und ich greife... Was hat der denn hier? Der hat dieses Herz. Das heißt, wenn er stirbt, beschwört er eine Jungspinne. Okay, das ist jetzt ein bisschen räudig. Das Problem ist, ich muss mir jetzt überlegen. Er kann blocken. Und er wird wahrscheinlich mit dieser Karte den hier blocken. Und dann beschwört er eine Spinne. Wenn ich den hier spiele, dann wird er wahrscheinlich... Ich zeige euch das einfach mal. Ich mache das jetzt einfach mal zum Zeigen. Er kann jetzt aussuchen, wie er darauf reagiert. Er kann jetzt mit seinen Einheiten blocken und er wird diese nehmen und die wird er hier packen. Und macht er sogar gar nicht. Das heißt, die greifen gegenseitig an und diese greift seinen Nexus an. So. Jetzt beende ich meinen Zug und er ist dran. Und ich kriege eine Karte und Mana. Wir haben jetzt Draven. Dreimal? Ja, heilige Scheiße. Das ist wirklich Glück.
Also wir haben 40 Karten im Deck und wir haben dreimal Drave. Ist nicht schlecht, aber ein paar andere Karten wären auch nicht verkehrt gewesen. Na gut. Er hat jetzt drei Spinnen auf der Hand. Das, oder auf dem Feld. So, ich kann jetzt aus... Er hat jetzt eine Spinne ausgespielt. Wie möchte ich darauf reagieren? Ich kann jetzt sagen... was mache ich denn jetzt? Das ist die Frage. Was? Wie reagiere ich darauf? Ich möchte diese Spinne entfernen. Deswegen werde ich jetzt das... Nee, das werde ich nicht ausspielen, weil dafür muss ich eine Karte abwerfen. Ich möchte jetzt nicht Draven abwerfen. Dann werfen wir... ich muss diese Spinnen entfernen. Egal, wir spielen mal einen Draven aus. Draven. Animationen sind auch immer cool in dem Spiel. Sehr, sehr schöne Animationen. Es gibt viele Animationen. Und Draven kann aufleveln. Jeder Champion kann aufleveln. Das ist immer sehr, sehr schön in der Ich-Form geschrieben. Ich habe zweimal mit einer wirbelnden Axt zugeschlagen. Dann gradet er auf. Und hier steht auch schon alles bei. Das ist das Upgrade. Das sind Karten, die zu ihm gehören, etc. So, er greift mit einer Spinne an. Ich kann jetzt aussuchen, möchte ich das abblocken oder nicht? Und ich möchte das. Und ich werde... Jetzt muss ich überlegen. Er hat Karten, die einen Damage machen. Das heißt, wenn ich Draven benutze, stirbt er zwar nicht, aber hat nur noch ein HP. Ich werde jetzt den hier benutzen. Das ist zwar unglücklich, eine Viererkarte dafür zu traden, aber ich möchte, dass er nicht drei Spinnen hat, sonst verwandelt sich gleich Elise. Das heißt, ich möchte diese Karte kaputt machen und der schafft es nicht. So. Jetzt machen wir Zug beenden und dadurch bin, wenn er nichts macht, bin ich wieder dran. Cool. So, und jetzt können wir gucken. Mystischer Schuss. Schön. Wir wollen natürlich jetzt was machen. Was wollen wir machen? Wir haben 4 Mana hier zur Verfügung und darauf komme ich gleich zurück. Was wollen wir machen? Wollen wir eine Karte ausspielen? Vielleicht. Wir müssen halt überlegen. Wenn ich jetzt Draven spiele, wird er mit irgendeiner so einer dämlichen Spinne blocken wahrscheinlich. Wir werden das sunnitische Zauberkind ausspielen. Wunderkind. Wunderkind der Akademie, so herum. Er kann jetzt wieder überlegen. Hey, cool, Tobi oder... Nee, Tobi, ich mache jetzt selber was. Er spielt ein Zauber aus. Okay, er macht einen Schaden auf den. Und deswegen habe ich gerade Draven nicht benutzt zum Blocken. Ich könnte jetzt darauf reagieren, aber ich habe nichts. Und deswegen lasse ich das einfach durchgehen. Zack. Er spawnt eine Spinne. Verwandelt sich Elise jetzt? Nee, noch nicht. Ich muss jetzt zusehen, dass ich Spinnen vom Board kriege. Sonst verwandelt sich Elise gleich. Ich kann jetzt sagen, ich greife mit diesen beiden Einheiten an. Und ich werde Draven eine wirbelnde Axt geben. Dafür muss ich aber eine Karte abwerfen. Wir werden diese Karte abwerfen und geben ihm eine wirbelnde Axt. Zack. So. Sieht immer ganz cool aus. Und jetzt kann er aussuchen, möchte er irgendwas machen. Möchte er diesen Draven abverteidigen. Da muss er sich jetzt überlegen, weil er will seine Spinnen behalten, damit sie gleich Elise sich verwandelt. Aber er will auch nicht 5 Damage ins Gesicht bekommen. Na, er kriegt jetzt... Ja, lassen wir einfach so durchgehen. Zack. Er greift jetzt an und durch seine Fähigkeit kriege ich eine neue wirbelnde Axt. Das ist seine Fähigkeit. Jetzt mal, wenn er schlägt, eine wirbelnde Axt. So, er wird jetzt wahrscheinlich... Ne, er verwandelt sich noch nicht. Jetzt hast du die große Verachtung. Okay, er spielt hier irgendwie... Ist das denn eine Spinne? Achnorides Grauen. Also Achnor... Na, okay, da oben steht Spinne. Okay, weil das sieht nicht aus wie eine Spinne, aber gut. So, darauf kann ich jetzt wieder reagieren. Mache ich das? Ja, ich schieße das Ding jetzt einfach mal ab. Das heißt, ich nehme diesen Zauber und schieße darauf. Und jetzt kann er wieder sagen, okay... gefällt mir nicht. Zack. Und weg ist die Spinne. Ich will nicht, dass er 3 Spinnen auf dem Board hat. Das ist sein Ding, um Elise zu verwandeln. Das will ich nicht. So. Jetzt kann er... So. Jetzt ist er dran. Ich kriege wieder Mana, kriege eine Karte, Dravens größter Fan. Und jetzt müssen wir gucken, weil wir haben nicht wirklich viel gerade. Okay, er hat jetzt 3 Spinnen wieder auf dem Board. Ich kann jetzt sagen, okay, er spielt was aus, ich spiele Dravens größter Fan aus. Kommen wir hierzu. Und das ist ein super geiler Aspekt, den es ebenfalls in dem Spiel gibt. Ihr habt einen Speicher neben euch. Da geht Mana rein. Das bedeutet, ihr könnt sagen, alles Mana, was ihr nicht verbraucht, geht in diesen Speicher rein. Das ist ein super geiler taktischer Aspekt. Ich habe quasi jetzt 5 Mana noch zur Verfügung. Obwohl ich gerade 1 Mana benutzt habe und am Anfang 5 hatte, habe ich trotzdem immer noch 5. Das sehen wir aber gleich. So, ich möchte jetzt erstmal, wenn ich den töte. Shit, wir kommen da nicht drum rum, Leute. Also, wenn ich den jetzt töte. Ich muss mal kurz überlegen. Ich glaube, wenn ich mit Draven blocke, kriege ich eine wirbelnde Axt. Bin mir unsicher. Bin mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert, aber wir schauen mal. Wobei, ich muss ihm dann noch eine wirbelnde Axt geben, oder? Er hat nämlich keine. Egal, wir machen das einfach mal so. Das wird schon alles klappen. Wir wehren den. Ne, wir wehren den nicht ab. Es ist eigentlich egal, ob ich... Ne, wir wehren den nicht ab. Wir lassen den einen Damage machen.
Elise wird sich jetzt verwandeln im nächsten Zug. Das ist unglücklich. Er hat nämlich drei Spinnen. Das sieht cool aus. Sind wir ehrlich? Das sieht cool aus. Zack. Elise, Spinnenkönig. Sie ist jetzt stärker und alle Spinnen auf dem Board werden gebufft. Und der hätte nämlich eine Spinne gespawnt, hätte ich ihn gekillt. So. Weiter im Text. Wir sind dran und ich möchte angreifen. Ich möchte in die Fresse hauen. Und wir spielen jetzt mal alles aus und wir haben noch ein paar Karten. Wir werden jetzt erstmal Draven eine wirbelnde Axt geben. Dafür werfen wir... Die beiden will ich echt ungern abwerfen, wenn wir ganz ehrlich sind. Machen wir auch nicht. Wir werfen den mystischen Schuss ab und geben Draven eine wirbelnde Axt. Zack. Und das Gute ist, wir haben diese Fertigkeit. Das ist Dravens Fertigkeit. Sieht man so ein bisschen? Ja, schön. Schön optisch, das Bild. So, er kann jetzt das mal aussuchen. Möchte er darauf reagieren? Und diese Karte kann nämlich sagen, dass ich den Gegner herausfordere. Das heißt, Draven kann andere Einheiten angreifen, obwohl sie nicht gegen ihn kämpfen. Das kann, nur zumindest, wenn sie aufs Board kommen. Ich hoffe, er tötet den jetzt nicht, sonst werde ich richtig sauer. Dann werde ich richtig sauer. Jemand muss mich hier rausholen. So, ihr entscheidet jetzt. Nein! Tu es nicht! Okay, also dieses Ding macht töte eine Einheit. Es ist nicht unglaublich schlimm, weil wir haben noch Dravens hier. Aber die Frage ist, was ich nicht, das sind so Dinge, das ist ein bisschen, das, da bin ich, man, ich kenne noch nicht alle Mechanics. Wenn ich ihn jetzt, wenn ich jetzt, er hat eine wirbelnde Axt, wenn ich jetzt das benutze, könnte, er attackiert einen kämpfenden Champion. Wir werden das einfach mal aus Optikgründen testen. Das heißt, wir sagen, Draven soll den angreifen. Einfach nur zur Optik. Das ist eigentlich dumm, aber wir gucken, ob er sich verwandelt, ne? Dadurch lernen wir jetzt, ob das funktioniert. Ob er dadurch angreift mit seiner wirbelnden Axt und dadurch levelt und dadurch eine andere Karte ist und nicht mehr davon getötet wird. Das ist die Theorie. Wir werden gucken, ob es klappt oder nicht. Wir sagen einfach mal. Das heißt, er greift jetzt diese Karte an. Theoretisch. Das hier ist nämlich immer, das wird immer von links nach rechts. Das heißt, das passiert und dann passiert erst das. Und ich hoffe, dass das als Angriff zählt. Ich glaube nicht, weil das ein Zauber ist, aber vielleicht. Er macht jetzt aber... No! Er macht jetzt, tötet eine verbündete Einheit. Er tötet diese Einheit. Und dadurch greift er nicht das an. Heilige, heilige. Ne? Und so, das ist wirklich... Ne, dadurch kann man richtig schöne Ketten aufbauen. So. Jetzt haben wir leider kaum noch Karten. Wir könnten ja das Draven ausspielen. Ist die Frage, ob wir das machen. Bringt uns das irgendwas? Ich glaube, ja. Wir spielen ihn aus, weil wir kriegen ja eh wieder Mana. Dadurch haben wir einen neuen Draven. Kriegen wieder eine neue Waffe. Allerdings, Problem hier. Er muss wieder zweimal zuschlagen. Ne? Das kommt immer drauf an. Gibt unterschiedliche Fähigkeiten, aber er muss zweimal... Oh, wir haben eine sehr gute Karte gezogen, Leute. Sehr gute Karte. Die hilft uns. Denn diese Karte macht... Wirft die Karten auf der Hand ab. Ich habe eh keine. So gut wie. Ziehe drei neue und mach drei Schaden. Supergeil. Das heißt, das sagen wir jetzt. Das heißt, wir machen... Folgendes. Ach, scheiße, die können wir... Okay, jetzt haben wir ein kleines Problem, Leute. Ich würde gerne das hier noch Draven geben. Okay, nee, können wir nicht. Das heißt, wir sagen, ich spiele diese Karte aus. Dafür werfe ich meine Karten ab und töte Elise. Drei Schaden. Ich stehe kurz vor. Das ist der Effekt und er kann jetzt wieder sagen, okay, mache ich was, mache ich nichts. Ich frage mich. Diese Karte wird abgeworfen. Damage wird gemacht. Elise ist tot. Ich kriege drei neue Karten. So, cool. Allerdings hat er hier noch eine krasse Spinne. Wenn ich anderen... Ja, keine Ahnung. Er greift jetzt an. Jetzt müssen wir gucken, was wir machen. Was macht diese Spinne? Wenn ich beschworen werde, gibt anderen verbündeten Spinnen in dieser Runde plus 1 und Gegnern minus 1. Okay, unsere Karten sind schwächer. Das ist räudig. Wir haben noch immer noch 4. Beziehungsweise wir haben noch Zaubermana zur Verfügung. Das können wir nutzen. Da ist noch eine Elise. Aber Leute, die töten wir. Und ich hab... Wir haben Jinx. Wir haben Jinx. Das heißt, wir machen das folgenderweise. Wir benutzen diese Karte. Die macht, wenn ich eine Karte abwerfe, 3 Schaden. Wir werfen den Apparillo ab. Machen Elise wieder kaputt. Er kann ausruhen, ob er da was gegen hat. Ansonsten ist sie weg. Zack. Kaputt. Elise, also es gibt verschiedene Champions. Ja, die sehen jetzt für euch ein bisschen weich aus, aber es gibt Champions, die sind super teuer, wie Tryndamere. Die kosten 8 und machen 1000 Damage. Und es gibt so kleinere, schwächere, die aber halt früh im Early Game sind. So. Jetzt kann ich meine Abwehr organisieren. Was möchte ich hier abwehren? Ich mache, dass der hier den... Ach, den kann ich nicht. Okay, der hier zum Beispiel hat bedrohlich. Der kann nur von Einheiten, die mindestens 3 Stärke haben, abgewehrt werden. Dann sage ich... jetzt muss ich kurz überlegen. Die Spinne machen wir den. Das ist ein super guter Trade. Der sorgt dafür, dass ich nicht so viel Schaden bekomme. Und der killt diese Spinne. Der kann auch noch diese Spinne killen. Das sage ich, okay. Draven, lass mir mal, der soll nicht sterben. So.
Das heißt, die Spinne macht mir 3 Schaden und die anderen gehen eigentlich, das hier, das ist alles cool. War eigentlich besser für mich als für ihn, wenn wir ehrlich sind. Und das Gute ist, wir haben jetzt Jinx. Und Jinx levelt auf, wenn ich keine Karten mehr auf der Hand habe. Dann levelt Jinx auf. Wir sind wieder dran. Und wir spielen jetzt Jinx aus. Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Wie Gebäude oder Menschen. Du solltest mal blinzeln. So, jetzt kann er natürlich sagen, ob er sie tötet. Er hat nur noch 2 Karten auf der Hand. Ich glaube, es sieht sehr gut aus für uns, Leute. Und wir werden jetzt diese Karte abwerfen. Oder ausspielen. Und dann levelt Jinx auf. Denn meine Hand ist dann leer. Na, darauf spielt ja unser Deck so ein bisschen auf. Wir haben jetzt leider keine wirbelnde Waffe mehr für Draven. Das heißt, wir kriegen ihn nicht aufgelevelt. Er wird jetzt Jinx dann. Das ist nicht so schlimm. Kann ich nichts gegen machen. Deswegen wird es auch sofort ausgeführt. So, ich werde jetzt den Flammenfresser ausspielen. Und jetzt levelt Jinx auf. Zack. Und jetzt haben wir Jinx stärker. Und Jinx neue Fähigkeit ist Rundenbeginn. Ziehe 1. Also ich kriege jede Runde ziehe ich eine Karte, was insane ist. Und wenn du in einer Runde zum ersten Mal keine Karten mehr hast, erschaffe eine super mega Todesrakete. So, wir müssen jetzt erstmal kurz überlegen. Greifen wir an? Ja, tun wir. Wir greifen mit ihm an. Ach, die ist gestunt. Die geht nicht. Wir greifen mit dem an. Wir greifen mit... Na, der wird einfach sterben, wenn ich mit ihm angreife. Wir greifen einfach nur mit Draven an. Wir greifen einfach nur mit Draven an. Das wird schon gehen. Der hat seine Blitzfertigkeit, das heißt, er schlägt zuerst zu und tötet alles, was... Ja, er tötet einfach, ohne selber zu sterben, kann man sagen. Na, er nimmt jetzt diese Spinne, ich kriege hier wieder eine wirbelnde Waffe. Und das Gute ist, wenn ich nicht ganz dumm bin, kriege ich jetzt eine Mega-Rakete. Ah, nein! Wobei, jetzt muss ich kurz überlegen. Nee, scheiße. Ich habe ja diese Karte bekommen und dadurch hatte ich eine Karte auf der Hand und deswegen habe ich keine Todesrakete, glaube ich, bekommen. Aber vielleicht in der nächsten Runde, Leute. Er hat ja noch ziemlich viel Leben. So. Wir haben jetzt wieder ein paar Karten zur Verfügung. Sein Deck ist halt langsam. Er hat halt nur so ganz viele kleine Spinnen. Und ich habe ihn richtig gut klein gehalten. Nein, er killt meine. Er killt meine Jinx. Das ist natürlich jetzt sehr schade. Und damit ist sie weg. Ne, das heißt, man kann solche Champions töten. Sie sind nicht unsterblich oder so, aber sie haben gute Fertigkeiten. So, was können wir jetzt machen? Wir spielen das Wunderkind aus. Und dann müssen wir jetzt zusehen, dass mal Draven mal auflevelt. Das wäre insane cool. Sind wir ehrlich? Das wäre insane cool. So, Abwehr überspringen? Nee. Was machen wir? Was wehren wir ab? Der hier tötet den. Der hier blockt den hier und der killt den. Ich könnte mit Draven hier blocken und der würde überleben. Aber der eine Damage, ich gehe da kein Risiko ein. Ich hab Angst, dass er irgendwas hat, verursacht 2 Schaden oder so. Ich glaube, in seinem Deck sind höchstens Töte und verursache 1 Schaden. Aber kein Risiko. Dieser eine Damage macht uns da jetzt der bricht uns jetzt keinen Genick oder so. Ist gerade ziemlich langsam das Game, muss man sagen. Aber, so. Wir machen jetzt folgendes. Wir buffen Draven. Oder muss ich ihn erst ausspielen? Ich glaube, wir spielen ihn erst aus. Den brauchen wir, glaube ich, nicht ausspielen. Den lassen wir nochmal. Buffen jetzt Draven mit einer wirbelnden Axt und werfen dafür eine Karte ab. Diese hier. Diese Karte will abgeworfen werden und bufft dafür meine Einheit. Wenn sie abgeworfen wird. Jetzt geht's ans Eingemachte. So. Zack. Und jetzt kann Draven angreifen. Und ich hoffe, dass wir gleich mal Draven auf 2 bekommen. Er muss allerdings 2-mal noch angreifen. Naja, benutzt jetzt seine Spinne, blockt damit, ist cool, geht durch, zack. Und dadurch ist er kaputt. So, er hat halt nur so Noob-Karten, ne? Deswegen, das ist ganz cool gerade, dann kann ich euch das gerne mal zeigen. Was heißt Noob-Karten? Es sind keine Noob-Karten, aber er hat ein super Early-Game-Deck. Noch aggro-lastiger als meins. Und jetzt im Late-Game hat er einfach, sind diese Karten schwach. Und meins hat noch ganz gute Power-Karten drin. Naja, braucht jetzt ein bisschen. Das dauert. Dann können wir aber mal sehen, wie lange so eine Runde geht. Ne? Es dauert schon ein bisschen tatsächlich. Aber es kommt auch drauf an. Es gibt Runden, die sind insane schnell vorbei, welche nicht. So, wir können das Ganze jetzt mal gucken, ob das zählt. Weil das ist für die Wissenschaft. Wir machen es für die Wissenschaft. Ich blocke mit Draven den hier. Einfach mal für die Wissenschaft und gebe ihn eine... Boah, aber wenn ich jetzt... Es wäre für die Wissenschaft, aber wir machen es jetzt doch nicht. Wir lassen ihn mal eben Damage machen, weil sonst habe ich die Axt gleich nicht mehr. Und dann müssen wir wieder eine Runde warten. Und da habe ich keinen Bock drauf, sind wir ehrlich.
Ja, nee, wir beenden den Zug. Uff, zieht sich gerade ein bisschen, aber gut. So, also, was haben wir? Was machen wir? Wir machen erstmal, wir benutzen erstmal Durchstöbern und werfen diese beiden Karten ab. Und gucken, was wir noch so bekommen. Noch so ein Butler und Ravens größter Fan. Okay, cool. Das ist gar nicht so schlecht. Denn, das probieren wir jetzt aus. Wir werfen erstmal diese Karte ab. Und geben... Ich glaube, ich muss ihn erst ausspielen. Bin mir unsicher. Wir spielen ihn erstmal aus. Werfen jetzt eine Karte Draven ab. Geben Draven die Wirbelaxt. Zeit für meine zwei Süßen. Und greifen an. So. Das heißt, er wird jetzt auf jeden Fall aufleveln, denn er hat schon einmal angegriffen. Dadurch wird er nicht insane stark, aber ist natürlich schön, wenn man das mal sehen kann. Nee, naja, das heißt, er kriegt einfach bessere Effekte und etwas bessere Stats. Es wäre auch unfair, wenn sie broken werden würden. Aber Leute, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das sieht doch cool aus. Solche Animationen sieht wirklich, wirklich cool aus. So. Jetzt macht Draven jedes Mal, wenn er angreift, kriege ich zwei wirbelnde Äxte auf die Hand und er hat zusätzlich Überwältigen. Das ist sehr krass, denn dadurch kann ich jetzt auch das Game hier mal ein bisschen beenden. Wir spielen mal den hier noch aus, Dravens größter Fan, das heißt, wir kriegen gleich noch einen Draven. Und Überwältigen heißt, alles, was an Damage über sein Leben geht, geht in seinen Nexus rein. Dadurch kriegen wir mal, er blockt halt die ganze Zeit mit seinen scheiß dämlichen Spinnen. Das ist gerade mein Problem. Ich habe nicht genug Karten, um ständig seine Spinnen zu töten. Und dadurch kann ich einfach, wenn ich dem jetzt Damage mache, gehen 5 Damage in seinen Nexus rein. Das ist der Plan, den wir quasi haben. Eigentlich ist dieses Spiel schon seit 10 Minuten over, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber ich komme einfach nicht durch seine Spinnen durch. So, wir gucken jetzt einmal, dass wir diese Spinnen jetzt mal entfernen hier. Das heißt, wir machen diese beiden Spinnen weg. Wir können mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Ob ich jetzt... Ich müsste jetzt 2 Würmer in der Echse bekommen, wenn ich nicht komplett dumm bin. Und... Oder? Wir werden sehen. Ich weiß auch noch nicht alles über Spiel. Ja, seine Pässe wird ausgelöst. Wir bekommen 2 wirbelnde Äxte. Super geil. Na, ist auch cool, dass er sie so auffängt und dadurch habe ich sie im Inventar. Und jetzt sagen wir ihm, jetzt gibt's in die Fresse, muss ich sagen. Wir sagen ihm jetzt, gibt's in die Fresse. So, er macht jetzt irgendwas, töte nicht meinen Draven. Mach alles, aber töte nicht meinen Draven. Wenn 3 Verbündete in dieser Runde gestorben sind, beschwöre 3 Ekelschlund. Das kenne ich nicht. Mach. Okay, der ist stark. Aber mit dem sollten wir fertig werden. So. So, wir spielen jetzt wir spielen jetzt erstmal Draven aus und geben ihm ein paar Waffen. Machen wir? Wir geben ihm Waffen. Wir wollen nämlich jetzt mal ein bisschen Damage machen. Das heißt, wir werfen eine Waffe ab, geben ihm das. Wir werfen von mir aus. Jetzt geht's an. Eigentlich ist es dumm, den abzuwerfen. Machen wir jetzt aber trotzdem mal. So. Und dadurch macht er jetzt richtig schön Overdamage. Wahrscheinlich. Das bedeutet, er kann sich jetzt aus, um zu blocken, aber würde immer noch 2 Damage in seinen Nexus bekommen mit seiner fetten Einheit hier. Diese fette Spinne, die blockt, aber sie wird gekillt. Und er bekommt 2 Schaden in seinen Nexus rein. Und ich bekomme wieder meine Pässe. Ja, mittlerweile hat er wirklich Probleme mit diesem Draven. Dauert mir aber ehrlich gesagt ein bisschen zu lange, wenn wir ganz ehrlich sind. So, jetzt können wir natürlich... Ja, wir wollen ja jetzt das Ganze mal ein bisschen, ne? Wir werfen jetzt unsere restlichen Karten ab und machen den kaputt. Wir wollen jetzt mal zusehen, dass wir jetzt mal hier ein bisschen... Ne, enden. Dadurch kriegen wir außerdem 3 neue. Ich muss mal gucken. 16 Karten. Ich glaube, ich habe noch nie so lange an einer Runde gespielt. Ich glaube, das ist die längste Runde, die ich je gespielt habe. Weil die wirklich insane langsam ist gerade. Wir können gleich mal genau das Gegenteil von diesem Deck spielen. Komm, Leute. Töte eine Einheit, Bruder. Ja. Na, es ist gerade... Es zieht sich. So. Das ist aber auch viel in solchen... In dem Untoten-Deck sind halt viele Karten, töte das und das, ne? Töte den, töte dies, töte das. Wir haben 3 neue Karten. Wir sind... Wir spielen... Was machen wir? Zieh 1. Werf 1 ab, zieh 1. Wirf 1 ab, mach 3 Schaden. Ich würde sagen, es ist eigentlich egal, was wir hier machen. Wir beenden einfach die Runde mal eben. Er ist dran.
Er zieht, wir sind dran, wir ziehen. Wir können gleich mit dieser Karte schön was machen, Wirbel der Tod. Damit können wir 2 Einheiten von seinem Board entfernen. Beziehungsweise, wenn wir gleich angreifen. Wir gucken das gleich mal, wie das Ganze funktioniert. Nein, er stand mein Draven Brudi. Wobei, jetzt, okay, ich bin mir nicht sicher. Das ist zum Beispiel so ein Ding, da ich glaube, pass auf, ich werfe jetzt eine Karte ab und töte diese Spinne. Und das passiert auch vor dem Stun, aber ich glaube, der Stun geht trotzdem durch. Das ist etwas, was ich finde, sollte nicht funktionieren. Aber ich glaube, dieser Stun geht trotzdem durch. Weil, ich glaube, vielleicht ist es auch, weil die Fähigkeit... Die Karte ist aufs Board und die Fähigkeit wird trotzdem ausgeführt. Auch wenn die Karte jetzt gekillt wird, ja. Die Fähigkeit ist, ich glaube, das ist halt was Getrenntes, ne? Sobald du sie ausgespielt hast, ist halt die Fertigkeit da. Ja, dann musst du halt mit der Fertigkeit umgehen. Ob die Karte noch lebt oder nicht. So, aber cool. Wir sind jetzt dran und ich möchte jetzt verdammt nochmal Damage machen. Please. Ja, wir müssen einfach, wir greifen einfach mit Draven an, Leute. Das Gute jetzt ist, hätte ich jetzt einen Diener ausgespielt, hätte er darauf reagieren können und auch einen Diener ausspielen können. Er kann, aber dadurch, dass ich keinen Diener gespielt habe, kann er darauf auch nicht reagieren und kann selber keinen Diener spielen. Er zieht Draven 1 AP ab, das ist nicht schlimm, das kann er gerne machen. Spawnt dafür eine Spinne. Und dadurch kriege ich ja nochmal 6 Schaden rein. Ich kriege 2-mal eine Axt. Das ist cool. Zack. Gott, geht das lange. Diese dämlichen Spinnen, hör doch mal auf. Aber wir haben jetzt Draven 2, dadurch geht's halt, ist es nicht ganz so schlimm. So, wir können, wirf die Karten auf der Hand ab. Dadurch werfe ich alles ab. Wir werfen mal jetzt mal 2 Karten ab und dadurch kriege ich ein paar neue Karten. Das ist immer cool, dadurch können wir immer diese Dings abwerfen. Guck mal, wir haben eine neue Jinx. Sehr schön. Endlich, eine schöne Jinx. Schön. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir Karten in unsere Hand leer bekommen. Und das machen wir jetzt einfach. Das heißt, wir werfen jetzt alle Karten, die wir auf der Hand ab. Machen hier nochmal 3 Schaden an deinem Scheiß. Ne, wir machen diese dämliche... Naja, ja, wir machen 3 Schaden an dem Nexus. Werfen unsere Hand ab. Und dadurch müssten wir eine super Death Rocket bekommen, weil unsere Hand leer ist. Gott. Spinnenplage. Ne, deswegen hasst doch jeder Spinnen, Leute. Ah nein, ich ziehe neue Karten, ich bin so dumm. Aber ist okay, ist nicht schlimm. So. Diese Super Death Rocket, sie will einfach nicht zu mir kommen. Sie will nicht zu mir kommen. Aber vielleicht kriegen wir jetzt gleich die Hand leer. Wir haben jetzt viel Mana, Leute. Wir haben 12 Mana zur Verfügung insgesamt. Spinnenkönigin Elise kommt aufs Board, aber... Leute, was will er machen? Leute, was will er machen? So, was, wir können jetzt aber auch mal im Zaubern. Das heißt, wir machen Folgendes. Wir machen deine komische Elise kaputt. Werfen das ab. Hier, in dein Gesicht. Wir werfen... Achso, jetzt... Nee, okay, passt. Ist okay. So. Und okay. Zack. Und alle so, boom. Na, und diese kleinen Zitate immer so sind. Na, das ist eine Fähigkeit von ihr, worauf sie reagiert. Und die Champions reagieren untereinander. Das heißt zum Beispiel, wenn Anivia und Ash auf dem Board sind oder Anivia und Tryndamere auf dem Board sind. Das sind halt wirklich so kleine, schöne Mimics, ne? Das ist wirklich cool. So, jetzt finally. Wir spielen die aus, müssen eine Karte abwerfen. Jetzt haben wir keine Karte mehr auf der Hand. Gib mir jetzt diese scheiß Rakete. Her damit. So, da ist sie. Danke. Super Mega Todesrakete. Sie ist jetzt nicht insane, aber, ne? Kostet 2 Mana und macht 4 Schaden am Nexus und 1 an allen Gegnern Schaden. In diesem, jetzt gerade in diesem Szenario, insane. Das heißt hier, viel Spaß, Rakete. Ab damit. Bis dann. Boom! Und alle kaputt. Also, wenn ihr jetzt nicht vorbei ist, Bruder, ne, dann. Jetzt kriegst du noch einmal. Wir spielen jetzt direkt, er kriegt zwar nur eine Karte jetzt, wir kriegen 2. Wir spielen jetzt direkt Draven aus, dadurch kann er keine Karte mehr aufs Board spielen. Und dadurch ist er jetzt auch kaputt. Hat super lange gedauert, tut mir super leid, aber gut. Ich werde euch jetzt ein anderes Board noch zeigen. Das habe ich mir gedacht. Ja, ich meine, wir könnten jetzt bei 30 Minuten auch einen Cut machen, aber ich hätte euch gerne 2 Boards gezeigt. Und ich denke, ich werde morgen auch nochmal Runeterra hochladen und dann kommt aber, glaube ich, wieder normal League, denke ich. Na, so ein bisschen Runeterra, vielleicht 2-3 Tage. Na, gucken wir mal. Hier gibt es ganz viele Belohnungen und so weiter. So, wir spielen jetzt Du frierst. Du frierst ist super. Ich glaube, das ist meiner Meinung nach das gerade stärkste Deck, was ich habe. Dieses Deck ist unglaublich Late-Game-lastig. Und ist, glaube ich, wenn du Magic-mäßig spielst, so ein blau-rotes Deck. Das heißt, ich töte permanent alle Karten vom Gegner, bis dann irgendwann turbo-fette Einheiten wie Tryndamere kommen. Das heißt,
Wir haben super... Es sind alles... Also hier sind ein paar kleine Zauber, aber alle Karten sind ultra teuer. 7 Mana, 8 Mana, 9 Mana, 10 Mana und sind auch dementsprechend stark. Er spielt Frost und... ist das Demacia? Ich glaube Demacia. Das könnte ein Braum-Deck sein. Braum, Garen, Braum, irgendwie sowas. Müssen wir gucken. Das Wichtige, da guck mal, da haben wir schon Trünner mehr. Kostet 8 Mana. Macht aber auch turbo viel Damage und darf einmal sterben. Er packt einen Papagei aus. Das ist gerade ist ein Hardcounter für meine Karte, wenn wir ehrlich sind. So, jetzt müssen wir kurz überlegen. Ich bin dran. Beziehungsweise, nee, er ist dran. Er kann jetzt angreifen. Ich konnte gerade nichts machen, weil ich keine Karte ausspielen konnte. Ich werde jetzt mal eben diese Karte töten, weil die ist wichtig. Das ist eine Herausforderer-Karte. Die muss weg. Weil ich habe diesen Stein, diese Würdingsteine. Und das ist, finde ich, auch so eine ganz gute Story. Das sind so Artefakt-Froststeine. So, ne? Ruinmäßig. Und die regenerieren pro Runde einen Mana-Stein für mich. Oh, da gehen die ersten Karten. Und die sehen auch wirklich, Leute, wie cool die aussehen. Hier. Jene, die umherzieht. Vermutlich aktuell die Most Broken-Karte. Vernichtet alle Einheit mit 4 oder weniger Stärke im Spiel oder auf der Hand und hat Erholung. Das heißt, sie bekommt komplettes Leben wieder, wenn sie nicht gekillt wird. Und auch dieses Bild. Guckt es euch an. Insane, das sieht cool aus. Das ist irgend so ein. Ich glaube, solche. Diese. Davon gibt es auch Bilder in der Freljord, in Aram, oder? Müsst ihr mal gucken. Ich glaube, da gibt es Statuen von diesen Dingern. Insane, cooles Ding. Ne, das ist so lore-technisch. Er hat allerdings wieder eine Herausforderer-Karte. Das ist räudig. Das heißt, er wird jetzt gleich. Wir müssen kurz überlegen. Wir machen gar nichts. Er wird jetzt gleich meinen Stein herausfordern. Er wird eventuell nicht direkt sterben. Er spielt. Ne, er spielt nicht Fiora und Shen. Unser Ziel ist es jetzt gerade erstmal ins Late Game zu kommen. Ganz viele Mana-Steine aufzubauen, weil ihr seht. Ne, das hier ist relativ teuer alles. Ja, scheiße. Er bufft jetzt seinen Verbündeten. Der ist jetzt saustark. Und damit wird er meine Karte herausfordern. Und dadurch habe ich ein Problem. Ich kann jetzt eine Sache machen. Ich kann den Katalyst der Ionen spielen. Dadurch kriege ich 3 Leben und kriege einen leeren Mana-Kristall. Dadurch... Ich meine, das Leben bringt mir gerade nichts, weil ich Full Life bin. Aber ich würde einen Mana-Kristall kriegen. Ich glaube, das machen wir. Weil wir verlieren jetzt auch einen Mana-Kristall, muss man sagen. Weil das Ding hat nur die Kristalle, die das Ding aufbaut, gehen kaputt, sobald die Einheit stirbt. So, ich könnte jetzt den noch entblocken. Mache ich, glaube ich, gerade noch nicht. Weil vielleicht blocken wir den in der nächsten Runde mit der Einheit nochmal. Gucken wir. So, Zug beenden. Aktuell sieht es halt echt überhaupt nicht gut aus. Sind wir ehrlich? Es sieht überhaupt nicht gut aus. Wir haben nichts. Und hier unten, das sind auch keine guten Karten. Aber da ist Lawine, meine Freunde. Da ist Lawine. Und Lawine, guck, das ist so cool. Wir haben 6 Mana, aber schon 3 angesammeltes Mana. Und können einen Spell für 9 Mana casten. Wie cool ist das bitte? Für ihn ist das überhaupt nicht cool, denn das Ding tötet alle fucking Einheiten. Und was wir jetzt machen ist, nichts. Wir warten jetzt, wir warten jetzt einfach, bis er, wir sagen einfach, okay, cool. Mach, was du willst. Ja, spiel aus. Spiele coole Karten aus. Und wir warten, bis er richtig viele coole Dinge ausspielt. Und dann kommt gleich eine fette Lawine, die über sein Gesicht rollt. Ja, jetzt ist er dran, ich war gerade dran, jetzt ist er dran. Wir ziehen wieder eine tolle Karte, den haben wir auch, cool. Die Frage ist, wann wollen wir die Lawine machen? Möglichst spät, rein theoretisch. Was ist das hier für ein Ding? Erschaffe ein Elite auf der Hand. Ich weiß noch nicht, was ein Elite ist. Ich glaube, das ist ein Held. So, was machen wir? Machen wir jetzt schon diese Zerstörlawine? Oder noch nicht? Wir können natürlich, am besten wäre es, wenn ich den erstmal spiele. Ich glaube, den spielen wir erstmal, denn der bufft alle. Den muss ich aus meinem Deck rausziehen, der passt irgendwie nicht. Der bufft alle Einheiten und plus 1-1 in meinem Deck. 1-1, aber meine Karten sind eh so stark, dass da plus 1-1 kaum was ausmacht. So, das heißt, wir kriegen jetzt ein bisschen Damage. Sind wir ehrlich? Aber ich will gerade so dafür sorgen, dass er so viele Einheiten wie möglich ausspielt, bevor wir alles wegpusten. Ne, man muss da ein bisschen mit draufpassen. Wir haben ja auch nochmal pustet alle mit 2 Leben weg. Aber die haben alle mehr als 2 gerade. Okay, das heißt, ne, er hat dieses Herausfordern. Er kann einfach ausruhen gehen, wenn er kämpfen möchte. Das heißt, wir kriegen 7 Schaden in unser Gesicht. Tut weh? Sind wir ehrlich? Aber ist verkraftbar. So, Zug beenden. Wir haben jetzt, wir können jetzt Tründer mehr ausspielen. Ist die Frage, spielen wir Tründer mehr aus oder pusten wir alles von Bord? Er gibt noch einen verletzten plus 3 rein. Genau das wollen wir, dass er alle seine Karten verschwendet. Ich habe die Karte, glaube ich, 2 oder 3 Mal im Deck. Also ich muss sie nicht komplett aufsparen, aber wir haben natürlich hier 30 Karten. Ne? Die Frage ist, ziehen wir die gleich oder nicht? Er hat natürlich mittlerweile, na, da sind schon ein paar Karten. Ich glaube, wir spielen erstmal Tründer mehr aus. Ja,
Weil er ist jetzt aktuell noch... Er kann ja noch nicht angreifen. Wir können gleich, wenn er dran ist, können wir alles wegpusten. Tryndamere. Tryndamere levelt auf, wenn er stirbt. Das ist natürlich nicht so schwer. Wenn er stirbt, anstatt zu sterben, steige ich auf. Und dann wird er statt 8-4, 9-9 und es hat super viele Sachen. Er kriegt ein weniger Schaden aus allen Quellen. Er kann nur von Gegnern mit mindestens 3 Stärke abgewehrt werden und er macht einfach turbomäßig viel Schaden. Die Frage ist, greifen wir jetzt an? Ich sage nein. Wisst ihr auch wieso? Weil ich ja gleich alle, auch meine, vom Board puste und dann puste ich Tryndamere mit runter und er levelt auf. Wenn ich jetzt angreife, stirbt er und dann habe ich kein Tryndamere mehr. Versteht ihr? Versteht ihr? Guck mal, das ist jetzt Braum. Darauf warte ich, Leute. Und es ist so lustig. So, also, er will jetzt angreifen. Er hat jetzt Braum. Braum ist auch ein Held. Er hat Braum, er hat coole Karten. Aber ich sage jetzt, die Zerstörung. Schön, ich liebe es. Außer er blockt das jetzt. Wenn er das jetzt blockt, sind wir gefickt. Muss ich kurz sagen. Wir müssen kurz hoffen, dass er nicht blockt. Ich weiß nicht, ob er in dem Board Blockkarten drin hat. Betet, Leute. Lasst uns ein bisschen beten. Wenn er jetzt blockt, haben wir verloren. Man kann sowas blocken, es ist nicht OP. Es gibt Karten für 3 Mana. Hey, ich block das. Pray, 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 pray. Ich finde halt auch cool, dass diese Welle aus Händen besteht. Und da geht es los. Alles weg und Tryndamere stirbt und levelt auf. Down. Zack. Der, meine Freunde, ist super stark. 9-9, Turbo-Robust, Turbo viel Schaden und er hat einfach nichts mehr. So, und gleich haben wir jene, die umherzieht. Interessant, interessant, interessant. Cooler Zug hast du da gemacht. Ein demasianischer... Oh, das ist Elite. Da oben steht Elite. Wenn ich beschworen werde, erschaffe ein 1 für Demacia auf der Hand. Hier sieht man auch, für Demacia gibt Verbündete in dieser Runde plus 3-3. Ich werde dir jetzt aber Folgendes sagen, mein Freund. Ich sage dir jetzt Folgendes. Jene, die umherzieht... Oder, also wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Wir machen Tryndamere unglaublich broken. Oder wir ziehen umher. Wir machen Tryndamere broken, Leute. Das heißt, wir geben jetzt... Oder? Ja, lasst uns das machen. Ist das ein Sofortzauber? Ja. Das heißt, wir sagen, Tryndamere angreifen. Tryndamere hat überwältigen, das heißt, überschüssiger Schaden geht in seinen Nexus. Jetzt machen wir erstmal gar nichts. Wir lassen den Gegner in sein Messer laufen. In mein Messer. Das heißt, er kann jetzt was suchen, möchte er blocken. Oder er tötet ihn. Gib einem Verbündeten plus 3 Schaden. Klingt interessant. Oh, und eine Barriere. Oh, nö. Okay, jetzt müssen wir gucken. Guck mal, das ist aber cool. Er bekommt jetzt eine Barriere. Das heißt, Barriere blockt einmal Schaden. Wir lösen diese Barriere aus. Das heißt, wir machen einen Schaden an ihm, lösen diese Barriere auf und geben Tryndamere plus 8, plus 4. Let's fucking go. Dieser Tryndamere hat 17, 13. Und dieser Typ, wir machen natürlich jetzt überschüssigen Schaden ganz viel. Außer er hat noch eine Antwort. Er hat 8 Mana, er kann vielleicht reagieren. Das wäre dumm. Wir haben aber so viele Möglichkeiten. Wir haben Möglichkeiten. So, in sein Gesicht 13 Schaden. Freunde. 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 Süße Karte hast du da, mein Freund. Weißt du, was auch süß ist? Ja, süß. Citria könnte auch süß sein. Citria die Kühne. Aber. Ich habe auch Anivia in dem Deck, aber Anivia ziehe ich gerade nicht. Gerade. Na, wir haben natürlich, das Deck ist voll mit AOE, damit du ins Late Game kommst. Verursach 2 Schaden, verursach 1 Schaden an allen und heile dich dafür, verursach nochmal 1 Schaden an allen und töte einfach alles. 2, 3, 4, 5, 6 Mal. 7, 8 Mal. 9 Mal. So, er ist dran, er ist natürlich jetzt so... Er macht jetzt hier irgendwie... Ja, Leute, ich meine... Jetzt müssen wir kurz überlegen. Weil... Warum würde er angreifen wollen? Der kann da nicht hin. Nee. Also, was ist denn da drauf? Wenn du ein Zollwirks Gewehre... Also, ich habe das Gefühl, er hat irgendeinen Putschversuch vor. Aber mal gucken. Wir blocken das einfach mal. Ja, das hier bringt mir gerade nichts. Verursacht einen Schaden, deswegen lassen wir das. Und wehren ab. Eisgeborenes Erbe. Guck, da kommt irgendwas rein. Plus was? 1-1? Nee, da muss noch mehr kommen. Was? Ja, hier kann man das links nachschauen übrigens.
Gewährt einem Verbündeten und allen Verbündeten Kopien überall plus 2. Überall, das heißt, dein ganzes Board und Hand und alles wurde gebufft. Aber, ja, Bruder, der ist jetzt trotzdem tot, würde ich sagen. Wobei, drin er mir auch, ne? 17-3. Er hat auch nicht mehr so viel. Aber, Leute, jetzt müssen wir kurz überlegen. Wir wollen jetzt langsam mal ein bisschen finishen hier. Wir spielen jene, die umherzieht. Die bringt uns jetzt nicht so viel, weil wenn sie ausgespielt werden, sind sie alle Einheit mit 4 oder weniger im Spiel oder auf der Hand. Es kann sein, dass sie ja welche mit 4 hat. Und die werden jetzt vernichtet. Auf dem Feld sind gerade nicht welche mit 4. Deswegen bringt das hier erstmal nicht so viel. Aber die Karte hat 10-10. Kann man machen. Ist nicht so schlecht. Dieses Deck ist, ich glaube, ich persönlich finde, das Deck ist komplett broken. Weil es ist, mit dem angespeicherten Mana kannst du so schnell auf 9, ich hatte 6 Mana und dann plus 3. Ne, und war ich sofort bei dieser Todeswelle. Und ich habe noch ewig lange bis danach warten können. Gewährt einem Verletzten plus 3, plus 3, okay. Aber jetzt kommt erstmal dieser Zerstör. Also es sind animationstechnisch und Artwork, ne, hier auch das Trünnemeer können wir nochmal reingucken. Die Bilder, die sind auch wirklich gut gemacht. Sind richtig coole, geile Bilder. Vor allem das hier, ich finde das insane. Irgendwie. So, Runde beenden. Machen wir so. Wir können uns mal einmal noch heilen. Heilen wir uns nochmal eben, zack, 3 Leben. Runde beendet. Wir sind am Drücker. Und jetzt gucken wir mal, was er für Antworten hat. Was hat er für Antworten? Wir spielen jetzt die Ever. Jetzt ist halt wieder die Frage, wenn ich den ausspiele, dann kann er wieder reagieren und eine Einheit ausspielen. Das heißt, ich lasse ihn jetzt nicht reagieren und greife sofort in sein Gesicht an. Und ich würde sagen, wir machen einfach. Ich mache jetzt nicht irgendwie. Hier können wir die Prediction sehen. Wenn das passiert, hat er minus 20 AP, wenn er nicht blockt. Das ist die Prediction. Das ist cool. Minus 20. Wenn er nicht blockt. Das wäre natürlich dumm. Frage ist, was wird er machen? Kann man da draufbleiben? Wird das aktualisiert, wenn er jetzt was macht? Werden wir sehen. Werden wir sehen, meine Freunde. Oder er rage quittet vielleicht auch. Vielleicht hat er sich auch gedacht, boah, Brudi, ey, ich gehe einen Pommes holen, ich gehe jetzt zur Frittenschmiede, soll ich euch was mitbringen? Ja, hier, 3 Burger, ne, eine Pommes, eine geile, und noch einen Räuberteller oder einen Räuber, ne, hier, Schnitzel. Oder habe ich die Connection verloren? Müsste jetzt nicht eigentlich der Timer schon kommen? Kann es sein, dass meine Connection weg ist? Ich glaube, meine Connection ist weg. Kann das sein? Oder ich glaube, das ist natürlich PBE. Es kann sein, dass der Server gerade leckt oder der Server gerade abstürzt. Das kann, weil normalerweise müsste jetzt schon kommen, hey, also wir haben dieses Spiel so oder so gewonnen. Egal, ob das Spiel jetzt, also was heißt, wenn das jetzt abstürzt, haben wir es rein theoretisch, praktisch nicht gewonnen. Aber wir würden es auf jeden Fall gewinnen. Wir haben unser ganzes Deck ist voll mit guten Karten, aber es leckt, ich glaube, es leckt gerade einfach, ne? Ihr seht, ich bin schon von meinen Karten runter und, das tatsächlich ab und zu passiert das sogar wirklich, dass Züge extrem lange dauern. Ich glaube, daran liegt das wirklich, weil diese Karten gehen auch nicht mehr wieder weg. Wir warten mal noch so ein bisschen, können uns so ein bisschen drüber unterhalten. Unterhalten wir uns einfach über Dinge, und zwar folgendes. Wenn ihr das Spiel gerade spielt, dann kriegt ihr richtig viele Wildcard-Dinger. Das heißt, ihr kriegt zum Beispiel 20 mal Wildcard-Champion und könnt euch 20 Champions eurer Wahl craften. Das ist super cool, das heißt, ihr könnt uns richtig viele Decks bauen, ohne irgendwie was zu bezahlen. Wird das Spiel Pay-to-Win sein? Jein. Im Prinzip wird es, soweit ich das verstehe, resettet werden. Das heißt, diese ganzen Wildcard-Boosts und alles, was ich hier an Karten habe, wird resettet. Und ihr müsst euch dann, ihr fangt mit ganz wenigen Karten an und müsst euch die Karten erspielen. Natürlich könnt ihr euch alle Karten erspielen und Riot hat, glaube ich, gesagt, es soll nicht so Pay-to-Win-lastig sein. Aber natürlich dauert das meistens sehr, sehr lange, bis man gerade die Karten, die man vor allem haben will, sich erspielt hat. Es gibt tägliche Belohnungen, es gibt verschiedene Kisten, die man aufbessern und auföffnen kann, auföffnen. Und da muss man halt sagen, ja, wenn du jetzt wirklich sagst, ich möchte dieses Deck, was ich habe, spielen, da musst du halt wirklich vielleicht so ein paar Euro rein, weil man muss ehrlich sein, Leute. Wie soll dieses Spiel, das entwickeln die schon seit einem Jahr oder länger. Wie soll sich dieses Spiel halten? Der Support, die Leute, die dafür arbeiten, die Entwicklung, die da noch reingehen, wie soll ich das halten, wenn dafür niemand bezahlt? Na, es ist ein Free-to-Play-Spiel und irgendwo muss das Geld herkommen. Das heißt, ja, da kann man wirklich auch keinen Vorwurf machen. Du musst
da rein cashen potenziell. Ich denke, wir geben jetzt hier einfach mal auf, weil das Spiel ist anscheinend abgestürzt. Es ist auf dem PBE, das kann passieren. Ich hätte jetzt gewonnen, ist ein bisschen schade. Ich kann euch das hier kurz zeigen. Belohnungen. Es gibt hier verschiedene Belohnungen. Wir können jetzt hier sogar ein paar öffnen. Das heißt, wir öffnen mal diese Silbertruhe. Das könnt ihr noch ein bisschen epischer machen, weil irgendwie... Ne, so, das fand ich in Hearthstone am besten. Dann kommt da richtig... Wow! So, hier kriegst du einfach irgendwelche Karten, sogar bei Champions, ne? Ne, hier einfach... Ne, es sind einfach irgendwelche Karten, sind ganz nett, Schallerrute. Ich wollte gerne ein Wladimir-Deck spielen, Leute. Auf einem Wladimir-Deck sehe ich mich komplett, aber ich habe leider keine Karten mehr. Sind wir einfach mal ehrlich. Hier ist eine Champion-Kapsel. Wladimir, mach mal Wladimir und Braum rein. Wladimir! Ja, und das ist auch das Coole. Oh, geil. Man kann natürlich, man kann die Region aussuchen, welche man Karten suchen möchte. Das heißt, du kannst die Region ändern, hier oben. Du kannst sagen, okay, ich möchte Karten für so und so. Ich habe Noxus ausgewählt, weil ich Wladimir haben möchte und Wladimir ist bei Noxus. Das heißt, wir haben jetzt Wladimir. Wir haben Wladimir bekommen. Das ist cool. Wir können auch mal meinen Super-Tresor, glaube ich, aufmachen. Sollen wir den aufmachen? Der monatliche Tresor ist es allerdings. Oder graden wir den noch ein bisschen auf? Nee, ich würde sagen, den graden wir noch ein bisschen auf. Das war's für heute. Ging super lange. Vielleicht zu lange. Es tut mir leid. Die erste Runde hat super lange gedauert. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Auf Wiedersehen und tschüss. Ich hab euch lieb. Miau, miau.